Ohne freiwilliges Engagement würde der Amateurfußball, wie wir ihn kennen, nicht funktionieren. Bernd Schaffernicht war über Jahrzehnte hinweg fester Bestandteil der Fußballabteilung des TSV Glinde. Anfang des Jahres verstarb er viel zu früh, im Alter von 67 Jahren. Ein Ehrenamtlicher, der seinesgleichen sucht. Bernd Schaffernicht kam vor über 30 Jahren mit seiner Familie aus der ehemaligen DDR hier nach Glinde. Und sofort hat er sich hier in die TSV-Familie eingebracht und war zunächst Seniorenspieler und dann war er auch Betreuer und Schiedsrichter hier beim TSV Glinde. Und im Abteilungsvorstand hat er sich auch als Kassenwart und als Beisitzer dann hier ehrenamtlich engagiert und das bis zu seinem Tode. Der Einsatz beim TSV Glinde, für Schaffernicht eine Herzensangelegenheit. Daher war der tägliche Einsatz auf der Anlage und in den Mannschaften für ihn selbstverständlich. Bernds Leben war immer der TSV. Er verbrachte trotz seiner schweren Krankheit fast jede freie Minute hier auf dem Platz. Er war in vielen Ausschüssen tätig, er war in meinem Gründungsmitglied unseres Fördervereins. TSV Glinde war Bernd Schaffernicht oder Bernd Schaffernicht war TSV Glinde. Wir nennen ihn alle Locke und so ist er auch im ganzen Fußballkreis bekannt. Nach seinem Tod entsteht schnell der Plan, das unermüdliche Engagement von Bernd Schaffernicht beim TSV Glinde auf eine ganz besondere Art zu ehren. Als Dank für dieses Engagement haben wir gesagt, das muss besonders gewürdigt werden. Und dann sind viele auf die Idee gekommen und es war relativ spontan, dass wir hier einen Antrag gestellt haben, dass die Fußballplätze nach Bernd Schaffernicht benannt werden sollen. Und das wurde dann auf der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. Von nun an werden die Spiele vom TSV Glinde mit Stolz auf den Bernd-Schaffernicht-Fußballplätzen ausgetragen. Auch für Holger Weinl die richtige Entscheidung. Natürlich gibt es viele, die in der Vergangenheit sehr viel für den TSV gemacht haben und die vielleicht eine ähnliche Würdigung hätten erfahren können oder sollen. Aber wenn es darum gilt, hier in den letzten Jahren jemand hier rauszuheben, dann ist es Bernd Schaffernicht. Für mich ist das eine sehr, sehr große Freude, dass der Vorstand des Fußballvereins und des Gesamtvereins dem Antrag folgte, dass hier die Fußballplätze nach Bernd Schaffernicht benannt werden. Eines ist sicher, Bernd Locke Schaffernicht hat sich mit seiner liebevollen und unermüdlichen Art ein Denkmal gesetzt. Beim TSV Glinde werden Sie sich auch weiterhin gerne an ihn erinnern.